Wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe Live Trading zur Börseneröffnung am Morgen. Und wie immer machen wir das mit Dirk Helger, Mr. Stereo Trader, habe ich gehört. Und ja, ich freue mich sehr, dass Sie heute Morgen live dabei sind und ja, sich für das Webinar interessieren. Entsprechend schauen wir uns gleich den Risikohinweis an. Natürlich möchte ich mich auch kurz vorstellen für diejenigen, die zum ersten Mal dabei sind. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Und wie gesagt, schauen wir kurz auf den Risikohinweis, denn wie immer dient dieses Webinar ja nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen. Das ist ganz wichtig. Also wirklich unabhängig, ob der Dirk heute im Webinar vielleicht den einen oder anderen Trade macht, müssen Sie tatsächlich selber entscheiden. Und dürfen dieses Event entsprechend nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Gut, dann schauen wir mal, kann ich den Bildschirm übertragen? Kann ich. So, jetzt ist er gesprungen. Machen wir nochmal. So, zack. Und wünsche natürlich viel Spaß, viel Erfolg. Ich bleibe aber natürlich da. Einer muss ja auf den Dirk aufpassen. Und dann schauen wir mal, ob der Markt uns vielleicht heute schon vorzeitig ein Nikolausgeschenk macht. So, dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Ich sage hallo und herzlich willkommen zum Live-Trading hier von meiner Seite. Ich wollte eigentlich schon sagen, zum garantierten Non-Vola-Event, weil es hat ja irgendwie Tradition, immer wenn ich hier live gehe am Dienstag, dass dann der Markt irgendwie sich gar nicht mehr bewegt. Mal gucken, wie das Ganze heute aussieht. Ich hoffe auf jeden Fall, euch geht es gut. Und ich hoffe auch, man kann mich über GoToWebinar und auf allen Ecken dann auch hören und sehen. Kurzes Feedback wäre natürlich total nett. Und mit dabei, ich mache es genau umgekehrt, der Nelson hat gesagt, wie immer mit dem Dirk Hilger und Mr. Stereo Trader, ich mache es umgekehrt. Ich sage, wie immer an diesem Dienstag mit unserem Nelson Cardoso Neto, Mr. FX Flats sozusagen, der jetzt hier natürlich auch gerne etwas sagen darf. Ja, sehr gut. So hast du mich noch nie vorgestellt. Aber guten Morgen YouTube und vielleicht hier ganz kurz auf der GoToWebinar-Seite. Ja, Bild laggt ein bisschen. Das hat nichts mit Dirk zu tun, tatsächlich mal ausnahmsweise, sondern mit der GoToWebinar-Software auf YouTube sollte alles funktionieren. Ausnahmsweise, das war schon wieder. Wir müssen ja traditionell anfangen, hör mal. Ja, genau, mit ein paar Stänkereien. Aber wir geben uns heute, wir machen hier das Rennen, der Nelson und ich. Wir haben irgendwie Wetten abgeschlossen, wer die kürzeste Nacht verbringen wird. Ich glaube, der Nelson hat diesmal gewonnen, aber ich bin auch nicht schlecht dabei. Aber irgendwie werden wir das schon hinkriegen. So, ich hoffe, ihr seid alle wach und wie immer freue ich mich natürlich, wenn eben auch was in den Kommentaren kommt, wenn ihr euch so ein bisschen beteiligt hier an der ganzen Nummer und wenn das eben nicht nur ein Monolog wird und wenn auch Fragen sind, die jetzt irgendwie dann halt zu dem Trade passen, zum Markt passen oder was auch immer, die ich beantworten kann, werde ich das natürlich auch gerne tun. Was natürlich nicht gemacht wird, das ist klar, das ist halt hier so Detailerklärungen halt zum Stereo Trader. Dafür gibt es andere Webinare, da bitte ich natürlich um Verständnis. Was? YouTube läuft nicht. YouTube läuft nicht, ja, das stimmt sogar. Das stimmt sogar. So. Dann starten wir mal mit einem schönen Fauxpas, nämlich YouTube ist überhaupt nicht gelaufen. Da muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Das tut mir wahnsinnig leid für die GoToWebinar-Teilnehmer. Aber da gab es die ganze Zeit noch gar nichts. Also spulen wir einmal kurz zurück. So sieht's aus. Ja, sorry. Lieber Nelson und liebe GoToWebinar-Gemeinde, ich habe tatsächlich hier irgendwie einen Knopf übersehen und deswegen kam auf YouTube nämlich die ganze Zeit überhaupt nichts. Das müssen wir jetzt leider nochmal machen, weil ohne den Risikohinweis, das gibt Stress, der muss da leider rein. Und deswegen, ich bitte um Nachsicht, nicht um Verständnis, aber um ein bisschen Nachsicht. Und das liegt dann wahrscheinlich an der Challenge, über die wir gerade geredet haben, ne Nelson? Ja, ich muss ja meine Aussage schon wieder fast revidieren.
So, dann machen wir das nochmal. Also, dann jetzt aber hier im zweiten Anlauf, dann auch bei YouTube sage ich Hallo und herzlich willkommen. Ich habe es vorhin schon mal gemacht, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Irgendwie 5 Minuten schon gequatscht. Und weil hier tatsächlich, ich habe vergessen, irgendwie auf Übertragen zu klicken. Das ist natürlich total traurig, aber auch ein bisschen lustig. Und weil ich nämlich gerade davor gesagt habe, das hat man natürlich hier auf YouTube nicht mitbekommen, dass wir halt irgendwie gestern so eine Challenge gestartet haben, der Nelson und ich, wer kriegt den wenigsten Schlaf? Der Nelson hat eigentlich gewonnen, aber wenn ich mir angucke, wie ich hier heute auf YouTube starte, bin ich mir da gerade irgendwie nicht so sicher. Und also zumindest hat es beim Nelson dann irgendwie geringere Auswirkungen als bei mir. So, dann an der Stelle auch nochmal zum zweiten Mal hallo und herzlich willkommen dann auch auf die YouTube-Seite. Und ich hoffe, euch geht es allen gut und möchte auch hier nochmal kurz dann eben einwerfen, dass eben das heute, dass ich gar nicht die Hauptattraktion bin, immer am Dienstag, sondern das ist der Nelson, Mr. FX Flat auf der anderen Seite, der jetzt dann nochmal was sagen darf. Aber Nelson, guck mal, ist doch gut, so werden wir auch wirklich wach, ne? Ja, also wunderschönen guten Morgen YouTube. Schön, dass ihr nichts mitbekommen habt vorhin. Da waren nämlich Fake News, was ich hier verbreitet habe, dass ausnahmsweise bei Dirk alles läuft. Tja, also so starten wir in den Morgen. Und nein, also alles nur Spaß. Ich freue mich, dass ihr auf YouTube genauso mit dabei seid wie hier auf GoToWebinar. Und würde sagen, Dirk, lass uns loslegen. So, ja, ne, jetzt beim zweiten, jetzt haben wir es aber alle, ne? Also danke für das Feedback, lieber Werner. Ich hätte es nicht gemerkt. Ich hätte, weil hier oben ist so ein fetter Button, der leuchtet und das ist aber, ich habe aber auch gerade gesehen, ich war tatsächlich vor 2 Wochen zum letzten Mal live und irgendwie, ich komme da voll aus der Übung. Also das ist irgendwie, normal ist das so Routine, das sind so irgendwie 20 Knöpfe, die drückt man dann halt und dann hat man es irgendwann drin. Und am Morgen habe ich gedacht, so, jetzt funktioniert sogar die Taschenlampe, kann nichts mehr schief gehen. Und dann so ein krasser Fauxpas hier. Aber okay. Machen wir. Was? So, ich gucke mal über die Kommentare. Outfit scheint nach Bären. Nee, Outfit, ich habe die komische, ich habe hier so eine Opa-Jacke an, die werde ich gleich mal ausziehen, weil ich habe gedacht, ich muss die anziehen, weil es hier so kalt ist. Aber ich fange hier an zu schwitzen. Und ich Ich wollte schon kann. sagen, heute Bären, wir haben unser Dauer-Long-Kandidat hier, Martin ist da, also von Ja. daher. Ja, Bären. Wir gucken uns das gleich mal an. Ne? Also gebt gerne euer Feedback hier hinzu. Und wie ich vorhin auch schon meinte, unhörbar eben für YouTube. Ne? Aber eigentlich wie immer. Also ich freue mich natürlich, wenn hier was über die Kommentare reinkommt und wenn ich da so ein bisschen auf was eingehen kann. Und solange es halt eben nicht zu detailliert irgendwie technisch halt ist, was jetzt den Stereo-Trader angeht. Also freue ich mich natürlich, wenn ich das irgendwie dann auch beantworten kann. So, jetzt haben wir aber die ganze Theorie abgespaßt hier und dann gucken wir uns mal den Markt an und was das heute werden wird. Ne? Also Non-Vola-Event ist ja garantiert zum Dienstag Live-Trading maximal 5 Punkte pro Stunde. Mal gucken, wie das heute aussieht, ob das auch so ist und vielleicht ist es dann halt auch wichtig, direkt in die erste Sekunde reinzukommen und deswegen will ich da jetzt irgendwie gar nicht so lange dann auch hier noch mich an der Einleitung da halt irgendwo festhalten. Was ich aber jetzt mal kurz mache, ist, ich werde jetzt mal diese Jacke hier los und das kann man jetzt wieder auf YouTube nicht hören, aber auf GoToWebinar, aber ich muss das Ding hier mal loswerden, sonst schwitze ich mir hier den ab. So. So, ich musste mich mal hier kurz teilweise entblößen, damit ich hier nicht saunaähnliche Zustände körperlich erlebe. So, Gesangsübungen habe ich ja morgen auch schon gemacht, damit ich mich nicht so viel räusper. Ich hoffe, das hat ausgereicht und funktioniert. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Also, der DAX struggelt hier oben irgendwie auf hohem Niveau, zeigt in Richtung ATH, wenn man halt mal vom Daily ausgeht. Wenn man sich aber jetzt mal die Vortageskerze anguckt, dann ist das natürlich schon wieder so ein Kandidat, wo ich sage, oh, der muss auf jeden Fall runter. Also rein von der Kerze her. So, das wäre jetzt mal so mein allererster Ansatz. Ne? Also ich mache das halt hier, ich denke laut mit euch zusammen, versuche das halt da dann noch irgendwo einzufangen. Mir fehlen jetzt natürlich jetzt hier irgendwie so 3 Tage, weil mein letzter Livestream eben zum Markt war eben am Freitag. Beziehungsweise zum Freitag gestern irgendwie gar nicht stattgefunden, ist aber glaube ich jetzt auch nicht weiter schlimm. Wenn man sich die Wohler von gestern anguckt, ist es glaube ich irgendwie alles halb so tragisch. Und ich bin halt davon ausgegangen, letzte Woche, dass wir hier einen Abpraller kriegen an dieser
Resistance-Zone, das sieht man ja auch noch, hier ist noch der Pfeil drin. Der gehört natürlich jetzt so nicht mehr. Das würde aber bedeuten, dass er versuchen könnte, versuchen sollte, hier unten auf der 16.300 irgendwo aufzusetzen und sich das Ganze dann da halt oben zu bestätigen. Dass halt das halt zumindest mal irgendwie das ist, was er halt gerne so über den Tag versuchen können sollte, dürfte, wie auch immer. Ja, also so eine Bewegung halt einfach. Und das wäre so das, was ich jetzt halt hier erstmal beim ersten Blick wohlgemerkt mir halt irgendwie, ja, was jetzt das richtige Wort, aber halt, das wäre halt so das Plausibelste. Wie gesagt, ich gehe hier mal Stück für Stück ran. Das wäre jetzt so mal die große Wetterlage. Ne? Hier oben war gestern eine Bremse und das sollte eigentlich, so wie das aussieht, nicht so ohne weiteres eben da oben durchlaufen. Hier könnte man auch mal irgendwie so unter der letzten Aufwärtsbewegung mal gucken. Ne? Ja, gut, besonders genau ist da oben irgendwie gar nichts, wie es aussieht, wo er genau da hängt. Man kann es nicht so wirklich erkennen. Aber auf jeden Fall war da oben Widerstand. Ja, und jetzt müssen wir mal gucken, ob das dann halt irgendwie hält. Im H1 kommen wir jetzt höchstwahrscheinlich mit einem ganz, ganz kleinen Downgap da halt irgendwie rein. 4 Minuten hat er noch. Das sind jetzt irgendwie noch ein paar Pünktchen darauf. Das ist natürlich easy zu schaffen. Das ist gar nicht das Thema. Aber auch hier fettes Cluster. Ne? Und wo dann halt eben auch nicht ohne weiteres der Markt dann so gerne davon ablässt. Mal gucken, ob wir hier das Volumen halt in irgendeiner Form dazu kriegen. Ja gut, sagt uns nichts, nicht viel. Ne? Also hier halt klar, Point of Control von gestern ist in etwa halt da, wo die 8 Uhr, Quatsch, die 7 Uhr Bewegung halt beginnt. Also hier oben dem Bereich beim krasser Schluss etwa. Und von daher, klar, ne? Gut, passt natürlich da zusammen, aber hilft uns jetzt hier bei der Betrachtung nicht wirklich weiter. Was ich hier noch sehe, genau, das war noch die Bewegung von letzter Woche. Da habe ich ja gesagt, läuft da hin auf den Daily Resistance, kriegt dort eins auf den Deckel, geht dann runter. Also idealerweise, ging auch hier runter, aber jetzt nicht so wahnsinnig weit, ne? Irgendwie so 60 Punkte. Da ist halt immer so die Frage, klar, wenn man gegen einen fetten Trend halt irgendwie short handelt, also gegen einen fetten Long Trend irgendwie short handelt, da ist es natürlich halt irgendwie nicht so easy oder beziehungsweise da darf man dann auch früher raus. Konnte man handeln, wie man sieht, ne? Mit irgendwie kleinem Stop eben auch, ging dann hier runter und aber halt, wenn man es nicht übertrieben hat, ging das Ganze auf. So, das heißt, jetzt sind wir hier an der Stelle, wo ich gerade gesagt habe, laufen jetzt einfach nur auf den Point of Control. Solange der jetzt nicht hier irgendwie direkt drüber zieht über die Stunde davor, könnte das auch ein paar Reaktionen, jetzt auch eine Reaktion dann nochmal nach unten geben. Das heißt, das wäre jetzt mal so mein allererster Ansatz. Er müsste dann natürlich dann, das sieht man ja, ist ja klar, hier über die 16.391 von oben nach unten dann durchstechen. Und dann hätten wir hier halt auch nochmal so dieses High, was man nochmal bestätigen dürfte, also auf der 350 und dann hat eben ein Maximum, wie ich gerade im Daily gezeigt habe. Das heißt also hier gerne bitte sowas, wäre schon nett mal gesehen zu haben. Sieht dann erstmal aus wie ein Trendbruch hier oben, ist es aber nicht wirklich, weil eigentlich ist es nur eine relativ lange Range. Ne? Also das wäre jetzt so mein Ansatz hier oben. Mal gucken, wo wir da jetzt halt im Framing stehen. In Rot, gut, ist jetzt Overnight, sollte man natürlich nicht überbewerten. Das heißt aber hier so 420 und dann runter bis maximal irgendwie zur Future-Öffnung. Zumindest sollte man da halt mal irgendwie eine Reaktion sehen. Das wäre so mein Ansatz jetzt hier erstmal. So, dann gucken wir mal, wie das Ganze im Kleinen aussieht. Also hier 420, da würde ich gerne hin. Das heißt also da so, ne? Man kann es hier irgendwie alles erkennen. Hier unten müsste es jetzt irgendwie auch gleich, ist schon aktualisiert, okay. Das heißt, hier ist ja das gleiche im H1, das Bild eben da hier runter bis auf die 350. Ob das jetzt so einfach wird, wir werden sehen. Ne? Also das Ding ist, ja, in die Gegenrichtung ist halt echt immer so eine Nummer für sich. Ne? Das ist halt, das kann halt einfach mal anstrengend werden. Aber auf der anderen Seite, irgendwann darf der Markt aber auch mal, ne? Nach so etlichen ellenlangen Aufwärtsbewegungen, darf der dann aber auch mal irgendwie erstmal runterkommen. Vor allen Dingen, weil hier oben gerade irgendwie alles auf ATH gebürstet ist, ne? Weil es halt einfach um die Ecke ist. Und das ist auf der anderen Seite aber auch vielleicht wieder viel zu einfach gedacht. Und von daher ist das dann irgendwie auch, so, der Markt macht auf, völlig legitim, dass genau das halt eben, was zu einfach ist, dann halt nicht funktioniert. So, ich mache mal eine hier auf, bitte nicht nachmachen, ja. Aber ich versuche halt hier, jetzt so früh wie möglich hier reinzukommen, einfach weil ich so ein bisschen die Befürchtung habe,
dass uns die Wohle halt wieder abhanden kommt. Ne? So, das heißt, also hier ist natürlich auch nur eine Teilposition, aber ist ja egal. Aber ich denke, der darf das zumindest mal hier unten versuchen, da mal irgendwie nochmal durchzukommen, bevor er sich da auf der Oberseite halt dann eben halt gleich schon wieder verausgabt. Und der Nelson hat ja schon gesagt, der muss heute früh weg. Wenn es jetzt gut läuft, sind wir in 5 Minuten fertig und dann kann der Nelson auch zu seinem Termin um 8:15. Spätestens. Spätestens, ja. Ja, habe ich mir versprochen. Das kriegen wir hin. 8:50 ist ja Trade zu, da haben wir 25 Punkte und dann sind alle glücklich. Ja, so, also wir sehen zumindest mal, ne, die 420 jetzt mit 2 Punkte drüber, nur Point of Control reagiert erstmal, ja, aber noch nicht viel passiert. Und zumindest nicht komplett falsch. Bisher, was ich halt immer gerne mache, für die, die hier zum ersten Mal dabei sind, ist skalieren. Das heißt, ne, wenn ich halt irgendwie, dass ich erstmal mit einem Drittel, Viertel, Hälfte, wie auch immer starte und dann dafür den Stop aber erstmal halt weit wegnehme, um dann halt eben die Position später auszubauen oder dann halt eben, wenn er noch ein bisschen höher darf, wie hier, dann oben halt auch nochmal eine Etage höher dagegen zu halten. Aber viel höher für meine Begriffe sollte der hier gar nicht unbedingt irgendwie laufen. Also das braucht man eigentlich nicht wirklich, weil es ergibt keinen Sinn, dass der da oben dann halt irgendwie nochmal großartig dreht. Deswegen würde der jetzt irgendwie halt noch weiter rauflaufen, müsste ich mir das irgendwie gut überlegen. Trotzdem bin ich halt eher ein Freund davon, mal so langsam sich ranzutasten und nicht direkt hier quasi mit volles Risiko da halt reinzugehen. Das heißt also volles Risiko, ne? Volles Risiko, damit ist natürlich gemeint, dass wenn jetzt irgendwie mein Risiko als Beispiel pro Trade bei 1% liegt, dass ich hier nicht direkt das 1% da komplett halt rein tue in den Stop, sondern dann halt eben mal, was weiß ich, mit 0,2, 0,3% und mir dann aber eben dann halt die Freiheit lasse, das auszubauen, sodass meine 1% dann erst viel später halt zusammenkommt. Ne? Ja, das Bild laggt, ne, bei GoToWebinar, das ist so. Das ist leider, ist halt so. Was soll man da sagen? Ne? GoToWebinar ist halt einfach. Da muss ich mit dem Nelson mal reden. Der muss da mal irgendwie, glaube ich, sich was überlegen. Wenn er will. Was, Was? Was hast du gesagt? es gab auch schon mal bessere Zeiten. Da hat das schon mal Ja, besser das ist. funktioniert. Ja. Ja, die sind halt irgendwie dafür nicht gemacht. Also hier mit dem kleinen Bild geht's, glaube ich, ne? Also wenn ich da unten nur irgendwie ein klein bin, sobald ich aber halt irgendwie da halt mit Vollbild da reinkomme, dann bin ich hier nur noch irgendwie am laggen. Das muss man richtig aussprechen, sonst klingt das auf Deutsch ganz komisch. Gut. Also, 10 Punkte haben wir schon fast nach 3 Minuten. Mal gucken, ob er jetzt mal hier ein bisschen Zahn zulegt. Also, ne, es reicht ja fast schon, wenn er hier die Unterseite, wenn die mal probiert wird, also hier in dem Bereich, ne, und einfach mal durchstechen, der muss da gar nicht irgendwie ganz runterkommen. Aber das wäre zumindest halt mal so vom Ansatz her ganz gut. Einmal da unten durch und dann kann er von mir aus auch wieder weiter da oben halt irgendwo rumwackeln, dann ist auch fein. So, trotz aller Gesangsübungen, meine Stimme. Das heißt, Gesangsübungen sind Aufwärmübungen für die Stimme. So schlecht ist das gar nicht. Wolltest du nicht heute was singen? Ja. Apropos singen, Happy Birthday. Aber leider nicht für dich. Du hast ja ein paar Mal im Jahr Geburtstag, heute nicht. Können wir es hier Heute mal kurz nicht. die Zeit totschlagen? Was schenkt man einem Freund, einem langjährigen Freund zum Geburtstag, der irgendwie natürlich wie alle anderen auch schon irgendwie alles hat? Und wir haben einfach keine Idee. Ich habe ihn selber auch gefragt, er hatte auch keine Idee. Was? Also schenkt man ihm. Er ist 10 Jahre jünger als ich. Also 25 demnach. Schenk ihm eine Steel-Trailer-Lizenz. Ja, das, ich glaube, das ist zu. Das wäre so, wie wenn er mir irgendwie eine Kontaktlinse schenken würde, die ich nicht brauche. Und auch nur eine. Weil, Wie? ja, die kann ich ihm Man nicht braucht den schenken. Steel-Trailer immer. Zigarren, er raucht nicht. Alkohol, ja, das ist natürlich immer so ein bisschen, ne? Das machst du dir selbst.
Was ist das denn für ein Account? Liebe. Naja, gut, Fallschirmsprung. was? Fast Whisky. So, was ist denn mit dem Markt jetzt schon wieder? Wir haben doch so gut gestartet. Jetzt, ach, komm. Flasche Johnny Walker. Er ist kein Whisky-Trinker, ne? Und auch kein Raucher. Der ist eher so pseudo-anständig. Man sollte es nicht meinen. Ich habe auch anständige Freunde. Das ist wirklich. Also es muss irgendwie, keine Ahnung, irgendwie anders sein. Was? Eisdriftkurs in Lappland. Ja, so gut sind wir dann auch nicht befreundet. Also ich hoffe, er guckt jetzt hier nicht zu. Das wäre natürlich bitter. Das schenkt ihm gemeinsame Zeit. Ja, das ist ein falscher Sprung. Ja. Gemein Negerkritik, gemeinsame Zeit finde ich doch gut. Jetzt, wo ja, du das die ist auch letzten 2, 3 Wochen dich da immer versteckt wieder hast bei richtig. dir zu Hause. Ich gucke hier auch gerade alles durch. Mit? Ja, Christian. Was lecken? Originalzeitung vom Geburtstag. Soll ich das heute noch hinkriegen? Das ist ja dann eher so das Problem, ne? Das heißt, es ist wirklich heute Abend und wir haben die ganze Zeit überlegt, uns ist nichts eingefallen und ihm halt irgendwie auch nicht. Und jetzt irgendwie, ich habe da aber auch keine Lust, irgendwie mit einer Flasche Wein irgendwie auch zu kreuzen. Aber vielleicht habt ihr, ja, Konzerte habe ich auch tatsächlich schon geguckt, aber ist irgendwie dieses Jahr, also ich weiß nicht, ne? Ist irgendwie nichts Vernünftiges am Start. Aber gut, ihr dürft gerne noch irgendwie, wenn euch was einfällt, ich lese das nachher auf jeden Fall durch, aber ich muss ja hier mal zwischendurch nochmal den Markt mal so ein bisschen angucken. Was wir nicht mehr machen können, ist zwischendurch mal auf den DAO gucken, was der dann halt so treibt und was er vorhat. Aber lass hier mal ganz kurz die Extension im H1, die liegt auf der 434. Ja, das wäre auch noch okay, ne? Das heißt also hier oben, das wäre dann halt so ein Punkt, wo man vielleicht halt mal irgendwie da noch ausbauen könnte, falls er da irgendwie Lust hat. Ich habe ja vorhin auch gemeint, so Future-Eröffnung, die Ecke, da darf er auch irgendwie hin, aber mehr auch nicht unbedingt. Aber ich finde es halt nur jetzt gerade schon wieder so wahnsinnig anstrengend. Wir haben 7 Minuten vorbei und der Markt irgendwie, nachdem er mal 10 Punkte oder fast 10 Punkte runter reagiert hat, kleben wir jetzt schon wieder und drücken schon wieder nach oben. Ich kann es nicht mehr sehen, ehrlich gesagt. Aber gut, okay, so ist es halt. Also, aber auch vor allen Dingen ist es halt so, wenn man gegen den Trend handelt, ne? Aber mit dem Trend gab es jetzt hier auch nichts, ne? Also. 16 Punkte, ja, direkt um 9 Uhr, okay. Wäre natürlich auch möglich gewesen, bin ich aber irgendwie auf dem Level auch jetzt nicht unbedingt ein Freund davon. Und aber wir werden sehen, was am Ende richtig war, kann auch falsch gewesen sein. Schenk ihm deine Weste, ja, die passt eh nicht, genau. Danke, Manuel. So, wie schmeißt man bei YouTube nochmal Leute raus? Das geht doch bestimmt auch irgendwie. So, also. Das heißt, hier oben, das wäre noch eine mögliche, die Erweiterung hier oben zu handeln, weil da geht er in der Regel nicht so einfach drüber. Das wäre halt noch ein Ansatz. Deswegen habe ich den jetzt mal oben noch da einen dazugepackt, einen Short, und wir gucken mal, wie das Ganze dann halt wird. So, der Dow, ach, den habe ich natürlich wieder im Handel nicht auf, aber der steht hier an der Extension, das sehe ich auch so. Und läuft sich von unten gegen den SMA 20 im H1, das heißt, der darf hier sehr gerne jetzt nach unten reagieren und würde dann auch helfen. Aber wie gesagt, ich habe ihn nicht vorbereitet und also den Handelschart. Sonst würde ich den nämlich jetzt hier, glaube ich, sofort schnappen. Blinderweise. Aber gut, der ist auch, was das Scalping angeht, eigentlich eher brauchbar in letzter Zeit, aber halt weniger. Also es drückt ja gerade irgendwie alles nur noch nach oben. Ne? Was man hier aber sieht im DAO, und den bespreche ich jetzt hier jetzt mal eben dann auch. Es hat hier die Daily Resistance, das ist auch mein einziges Level hier oben. Ne? Also, falls sich da jemand gewundert hat, der Hilger macht nichts mehr im Live-Chart, das stimmt nicht. Aber da war halt einfach nichts. Ne? Und gut, den hier, das, ja, okay, das war jetzt dann aber eben halt auch gestern. Und das ist das Einzige, was halt hier jetzt irgendwie gerade auch ins Auge fällt. Aber generell Daily Level, das sieht man gleich, werde ich gleich nochmal zeigen, woher das halt kommt. Aber hier, klar, ne? Natürlich wieder der absolute Klassiker. Widerstand nach unten geklettert und dann nach oben durch und dann jetzt einmal bestätigt klassische Wirkungsumkehr. Das ist natürlich echt
okay, was der halt hier gemacht hat, muss man aber auch jetzt mal gucken, wie das Ganze halt weitergehen soll, dann halt eben im Daily. Ne, aber das ist schon klar, das ist okay hier. Also was der nämlich halt machen könnte, wie gesagt, der dürfte jetzt hier gerne mal ein bisschen nach unten reagieren, versucht es aber auch hier gerade im H1 nach oben auszureizen. Läuft also von hier nach unten wieder in die Geschichte hier rein. Aber klar, der ist natürlich logisch, ne? Ohne Zweifel halt im Aufwärtsmodus, ne? Hier ein Tief hoch, dann halt ein höheres Tief hier aufgesetzt und dann halt, aber da oben das natürlich jetzt nicht geschafft. Das wäre natürlich dann halt deutlicher Long gewesen. Hier kurz vorher gebremst und das heißt hier eigentlich nur seitwärts. Und wenn man sich jetzt mal ein bisschen hier mit Fantasie denkt, dann sieht man halt hier so ein Dreieck, das ist irgendwie so zuspitzen, das heißt einfach nur seitwärts und das dann halt eben in irgendeiner Form dann halt auslaufen wird. Ne? Das heißt, weil halt eben hier, weil er das mit, trotz dieses Ansatzes hier unten hier, dieses Rücksetzers nicht geschafft hat, da oben durchzukommen, ist das jetzt hier, hat relativ wenig Aussagekraft. Und deswegen Scalping ist, glaube ich, hier auch erstmal der richtige Ansatz. Das sollte eigentlich funktionieren. Im Daily gucken wir uns den auch mal gerade noch an, wie das da aussieht. Ja, ne, also das ist dieser Widerstand im Daily, der hier oben die 329, die 36, 329. Ich mache mal hier Kisten aus. Und ja, der ist dann auch seinem Pfeil da gefolgt. Okay. Aber dem halt nichts, kann man auch mal wegmachen. Das heißt, also hier kommen die Reaktionen halt her. Das ist ein Widerstand, der sich im Daily halt zeigt und deswegen ist der im H1 nicht ganz so sauber. Passt aber hier im Wesentlichen, der dürfte auch gerne mal, ne, hier unten das nochmal ausloten und dann dort nochmal versuchen, ob das was wird, weil der für meine Begriffe hätte der hier auch tiefer reagieren können, da unten lieber halt so einen Boden in der Luft halt bauen und dann eben auf die 35.930 oder halt zumindest mal halt da halt irgendwo in die Richtung. Und was in jedem Fall hier noch fehlt, das ist natürlich aber, die Aussage soll nicht bedeuten, dass das jetzt heute auf jeden Fall kommt, ja. Aber das ist halt hier die 35.670, ne, weil das halt hier eben auch so, der ist da einfach durchgelaufen durch diese Highs da vom Juli, wo ich schon gedacht habe, kann alles nicht wahr sein. Ne? Also hier ohne irgendwelchen Rücksetzer, wie geht das denn? Ne? Und das heißt, die waren halt so markant, zumal auch hier relativ Volumen gelegen hat in dem Bereich, sollten das jetzt eigentlich dann irgendwie aber auch im Laufe der Woche mal ein Thema sein, dass wir dahin mal zurücksetzen. Also wie gesagt, 35.000. 670, also mal 500 Punkte runter, täte jetzt überhaupt nicht weh. Und auch deswegen, weil das halt eben da unten so hängt, gut, es ist jetzt nicht unbedingt eine Sache, die sich dann in 5 Minuten dann halt aber zeigt, aber würde es halt eben auch vom Ansatz her für meine Begriffe schon unterstützen, dass wir da halt mal eben eine Runde rückwärts laufen und dann halt jetzt eben nicht hier oben am Stück schon wieder weiter. Was ich natürlich wieder total spannend finde auch, ist hier meine einzige Diagonale im Chart, dass die schon wieder da oben irgendwie zum Greifen nahe kommt. Und weil die irgendwie, ich habe einmal so ein Ding gemalt und also das klingt jetzt halt irgendwie ein bisschen merkwürdig, aber deswegen lasse ich die auch drin, weil die immer wieder, keine Ahnung, warum das so ist, vielleicht das Zufall, vielleicht bilde ich mir das ein, aber bisher hat er halt irgendwie noch nie irgendwas ohne die gerissen. Das heißt, schlimmstenfalls, das finde ich natürlich jetzt gar nicht gut für die Woche hier, würden wir halt sowas kriegen, ja, dass wir tatsächlich noch irgendwie da rauflaufen, da irgendwo dann auch in Richtung ATH und dann halt eben von dort dann erst runterkommen. Ne? Fände ich nicht so klasse. Ich fände es ja immer ein bisschen netter, wenn der Markt sich so ein bisschen normaler in Anführungszeichen verhält und halt erst korrigiert und dann halt eben raufläuft, weil ansonsten endet das wieder in einem ewigen Seitwärts dann halt in Kürze. Und was wir dann halt nicht loswerden, beziehungsweise wo der Markt dann auf der Oberseite dann auch nicht weiterkommt. Ne? Das ist halt eben so, was mir daran nie gefällt. So, Nelson, mit 9:10 Uhr hat leider nicht geklappt, wie du siehst. Der DAX hat den Dienst quittiert. Der macht gar keinen einzigen Tick mehr. So, das mit deinem Termin 9:15 Uhr, den wirst du leider dann auf 9:30 Uhr verschieben müssen. Ah, das hier ist, ja, ich habe ja am Anfang gesagt, ne, wir sind garantiertes Non-Vola-Event. Von daher habe ich mein Versprechen bis jetzt ja schon gehalten. Aber unabhängig von dem Webinar, die wir hier gemeinsam haben, ist schon sehr auffällig für die letzten Tage, Wochen, die Vola zurückgegangen ist. Ja. Ja, gut, er steigt ja halt auch permanent. Ich meine, Wohler kommt immer erst dann, wenn halt ja so ein bisschen Panik sich mal breit macht. Ne? Also wenn hektische Entscheidungen getroffen werden, die Liquidität
was heißt runtergeht, also die Liquidität halt einfach breiter gestreut ist, ne, im Feld. Und momentan scheinen sich irgendwie alle so, ja, alles easy peasy, ne? Lula, ja, es ist alles sicher. Und da passiert dann natürlich nichts, ne? Ja, das ist halt das Ding. Also, ich gehe gleich mal noch irgendwie, gucken wir uns mit DAX an, ich mache gleich mal noch die anderen Märkte. Gold kommt nämlich hier, die Frage, bist du noch in Gold drin? Ich habe Gold nochmal gekauft, aber nicht oben natürlich, ne? Machen wir auch mal gerade hier Gold. Weil das ja irgendwie letzter Zeit habe ich das so ein paar Mal ja dann auch jetzt hier auch besprochen. Okay, H1 Gold ist Quatsch. So, das Ja, handelt das war ja eine wirklich halt. Eröffnung gestern. Bitte? Sag, das war eine Eröffnung gestern im Gold. Ja, die war lustig. Ich saß auf der Couch, habe dann nur auf dem Handy gesehen und gesagt, what the fuck? Und habe dann erstmal aufgelöst da oben. Bei 2140, das ist die längste Stundenkerze, die ich je gesehen habe im Gold, glaube ich. Also hier oben. Weil das war halt ein Long Trade. Also ich denke mal, dass die meisten, die hier dabei sind, werden es auch wissen. Ich habe das ja halt hier auch. Nur da war halt der Entry da unten in dem Bereich. Stimmt das ja doch genau hier an dem Tag natürlich. Also genau, ganz genau da habe ich das besprochen. Die Goldreise, dann habe ich gesagt, schlimmstenfalls setzen wir noch da unten auf, aber eigentlich kann der direkt von hier aus, da kann das, ich mal mit meinem dem Gold, den musst du kaufen. So, also der könnte halt direkt hier irgendwie von da halt starten oder halt eben hier noch unten kurz aufsetzen und dann halt in Richtung von den Highs dann halt laufen. So, und das hat es dann eben auch gemacht, ohne Rücksetzer. Und da das aber hier jetzt dann eben ja auch so geradeaus da durchging und ich auch hier am Freitag noch gesagt habe, ja, irgendwie kurz vorm Ziel und dann aber, wo das dann, wie der Nelson auch gerade gesagt hat, hier dann zur Eröffnung gestern Morgen, also beziehungsweise Mitternacht, ne, also es ist ja komplett abgefahren, was da, wie das gelaufen ist, da habe ich dann, gehe ich erstmal raus. So, das heißt, ich habe mich aber hier wieder eingekauft, ein bisschen zu früh, habe hier unten auch mal kurz nachgelegt, aber da muss man jetzt mal gucken, ne, weil das sollte dann natürlich schon. Also das hat gedacht als Swing eigentlich, ne? Also das wäre jetzt aber dann hier der zweite Swing. Momentan sehe ich halt nicht viel mehr als ein bisschen Korrektur. Und das heißt, das könnte natürlich völlig easy hier auf der 2000 aufsetzen. Gar keine Frage. Das würde halt extrem gut sogar passen. Also wenn wir hier einmal rückwärts laufen auf diese Widerstände halt eben, ne? Also beziehungsweise die ehemaligen Widerstände. Wenn es da dann mal halt drauf korrigiert, ne? Weil klar, klassische Wirkungsumkehr auch hier durchgelaufen ohne Rücksetzer funktioniert in der Regel nicht. Deswegen darf das halt hier im Daily dann auch so eine Bewegung gerne machen. Und dann von hier aus dann halt versuchen, dann auch ganz da oben durchzukommen und sich dann halt endgültig zu etablieren. Deswegen habe ich dann das auch nochmal aufgemacht, nochmal in der zweiten Runde. Und weil ich der Meinung bin, da geht eigentlich schon noch immer noch ein bisschen was, ne? Und kann natürlich jetzt auch sein, dass es hier komplett nach unten kippt, aber vom Bild her sagt es mir das halt wirklich nicht, ja. Außer wir laufen jetzt halt hier wirklich deutlich unter die 2000, hängen dann hier unten irgendwo nochmal auf diesem Bereich, dann ist es natürlich sinnlos, ne? Das ist natürlich dann Quatsch. Wir hatten den Trade auch so, wie du TP war 2073, ja. Ich habe das halt hier da oben einfach wirklich mal aufgelassen, ne? Aber auch, ich habe das auch hier unten gekauft, weil ich mir das hier oben angucken wollte in Ruhe, ne? Und eben deswegen auch nicht so schnell aufgelöst. Und dann habe ich mich natürlich über die 100 mehr gefreut und habe es dann auch erst auf, nicht ganz 100, aber so ein DAX bewegt sich, okay. Moment, gucken wir uns mal an. Also, gut. So, jetzt hier mit irgendwie zwei Dritteln drin. Und jetzt muss er dann eben auch hier oben was liefern, ne? Sonst ist das halt irgendwann dann auch ein bisschen sinnlos, weil höher brauche ich den DAX tatsächlich nicht mehr. Ne? Also hier auch in die Extension rein, versucht einmal hier die Tageskerze in ihrer Farbe umzudrehen, aber da oben neues Hoch, bitte nicht. Muss nicht sein. So, mal gucken, ob wir jetzt hier noch ein bisschen Reaktion kriegen. Aber echt bei der Wohler, das ist eine, boah, das ist nicht schön. Das ist nicht schön zu handeln, leider. Vor allen Dingen gar nicht, wenn man halt hier ein morgendliches Event macht, wo es ums Live-Trading geht und nicht ums Live-Geschleiche. Ja, das ist halt, ne?
Ja, da hatten wir echt schon, also ich meine, wir haben ja immer wieder mal wenig Wohler, ne? Aber das ist so ein Markt, so, boah, das ist so ein Investormarkt, ne? So irgendwie im Oktober, im November gekauft, Anfang November, und dann musst du nie wieder irgendwas tun. Und dafür ist das schön, aber das ist ja nicht Trading, ne? Und vor allen Dingen halt, man kriegt es ja auch kaum zu greifen, ne? Also wenn der Markt halt ja eben nur hochdrückt, klar, dann kann man halt irgendwo sagen, ja gut, sobald irgendwie eine rote Kerze kommt, gehe ich long. Das funktioniert schon mal in so einem Markt, ne? Schon klar. Aber halt, das ist ja dann auch eher so, nennt man das dann Trading oder ist das halt eher so nachinvestieren? Ich weiß es nicht, ne? Das liegt irgendwo dazwischen. So, Nelson, deine Chance kommt wieder. Also DAX darf natürlich jetzt hier, ne, das muss jetzt dann irgendwie aber auch dann dabei bleiben, muss ich dann jetzt hier unter dieses Zwischenhoch dann jetzt auch nochmal sauber drunter drücken, und damit der Short da halt eben dann auch gut wird, beziehungsweise damit das Ganze dann halt eben auch Sinn macht, da drin zu bleiben. Und damit das jetzt halt eben hier nicht so eine Wirkungsumkehr halt wird, ne, weil die gibt es ja halt auch letzten Endes. Die gibt es ja auch in jedem Timeframe. Das heißt, auch hier irgendwie hochgekauft. Um das zu bestätigen, müsst ihr jetzt hier drauf rumtanzen und dann nochmal weiter rauflaufen. Das heißt, im Umkehrschluss natürlich, wenn der Short aufgehen soll, darf er genau das nicht machen, sondern muss jetzt von hier direkt darunter drücken. Und das heißt, also hier die 5 Minuten am besten direkt ausheben und direkt hier auf den Point of Control. Da kann man dann auch, wenn man will, nochmal auflösen. Man kann auch irgendwie mal sagen, na gut, das ist mir alles viel zu stressig. Auch hier einfach ein Stück auflösen. So habe ich jetzt gerade gemacht, ne? Und weil ich nicht weiß, wenn das jetzt in der Wohler weitergeht, wie lange das so drin bleibt. Das heißt, der Trade bezogen auf die erste Position liegt dann jetzt hier wieder durch die Skalierung jetzt gerade irgendwie 7, 8 Punkte vorne. Schnarch Trading, ne? Ja, ich weiß. Jetzt machen 9 Punkte. Gleich werden es 10. Nelson, dein Feierabend naht. So, aber ich lasse das mal hier, ich lasse den DAX hier nochmal kurz in Ruhe. Man kann auch, ne, aber um das nur kurz nochmal zu erklären, ich habe jetzt hier die eine wieder rausgenommen, ne? So, ich könnte jetzt natürlich sagen, na gut, ich habe, also deswegen mache ich das gerne, es eröffnet mir Möglichkeiten. Ich könnte jetzt hier sagen, gut, okay, ich habe keinen Bock mehr, ja, irgendwie mir reichen die 9 Punkte, macht sowieso nicht, was ich will, drücke hier drauf, bin fertig. Das zweite ist, ich kann halt irgendwie nochmal skalieren. Also, wenn die jetzt halt nochmal hier raufkommen, kann ich mir dieses Hoch auch noch schnappen, ne? Und so kann ich meinen Stop auch bequem immer höher ziehen, ohne dass mein Risiko höher wird. Und das ist ja halt eben auch immer das Entscheidende oder beziehungsweise das ist mein Grund, warum ich das halt eigentlich gerne mache. Also es birgt natürlich auch Gefahren, das ist halt auch klar, man darf es nicht übertreiben, ja. Weil ich weiß nicht, ob der runtergeht. Wenn ich jetzt mir aber einbilde, einbilde zu wissen, dass er runtergeht und macht das immer weiter und findet das Ende nicht, dann habe ich am Ende natürlich ein Problem. Das ist halt klar. Solange man aber sich die Grenzen sauber steckt, ist das, finde ich, immer noch der beste Trading-Ansatz oder beziehungsweise eine ziemlich gute Strategie, sich nämlich eben halt aufs Money Management zu konzentrieren und nicht auf den Markt. Also vor allen Dingen, wenn er gerade so einen Markt hat, der so 50-50 ist, ne? Das heißt, die Grenze wäre natürlich hier natürlich logischerweise das Vortageshoch, ne? Also hier diese Zwischenhoch. Ob die zu relevant sind von letzter Nacht, das lassen wir mal dahingestellt, das glaube ich eher nicht. Das heißt aber, dann, wenn man dann genug Geduld mitbringt und dann kann man sagen, ja gut, dann ich mache das halt mit bis hier oben hin. Neues Vortageshoch brauche ich nicht unbedingt und deswegen ziehe ich meinen Stop dann halt in der Gegend rum. Ne? Kann man so machen. Oder halt eben, wie ich ja auch gerade schon gesagt habe, man kann auch einfach zwischendurch dann auf den Knopf drücken, kann sagen, gut, das war's. Was man auch machen kann, das war eigentlich der Grund, warum ich hier drauf zu sprechen gekommen bin, ist, wenn der Markt sich jetzt hier nochmal auf der Unterseite versucht zu bestätigen. Das heißt, ich kann die auch hier nochmal ganz easy aufmachen. Ja, also hier nochmal eine zweite Position und eine dritte dann halt eben nach unten raus skalieren. Geht natürlich genauso gut. Ne? Also deswegen, das Ding ist natürlich, wenn da einer kommt mit CRV, ja, das ist natürlich dann hier komplett ad absurdum geführt, ne? Weil den kriegt man halt hier natürlich so in dieser Form gar nicht zusammen. Das ist halt ganz klar. Solche Trading-Ansätze muss man anders rechnen, weil CRV heißt ja immer nur theoretisch, na, hier ist mein Risiko und hier ist mein theoretischer Profit, was ja eigentlich in den meisten Fällen, ne, nicht wirklich machbar ist. Würde ich nicht sagen, Quatsch ist, aber es gibt bestimmt halt auch Ansätze, die halt durchgehend damit funktionieren, aber ich glaube, das sind halt doch überschaubar wenig.
überschaubar viele. Gut, so, Schnarchtrading, ja, immer noch, ne? Aber wie man sieht, so verkehrt war das halt gar nicht, ne? Hier unten den erstmal rauszunehmen, sonst würde ich jetzt hier wieder auf Null stehen. Beziehungsweise knapp drüber. Und kann man so machen, aber hier auch, ne? M5, man sieht hier einfach nichts. Das ist halt so, ach ja, ne? Schnarchnasentraining ist schon richtig. 10 Uhr, okay. Ach so, okay, mit den Negerküssen. Ja, das, ich habe vorhin schon überlegt, Dirk, ne? Also, ob, war das der? War das der mir die Negerküsse darf man nicht mehr sagen, aber es ist doch, das ist mir auch egal. Ich bin mit dem Begriff aufgewachsen und ich denke mir nichts dabei. Die sind natürlich alle weg. Ne? Aber ich habe mich natürlich gefreut, aber die waren ultra süß, ja. Also, ja, das hat mindestens irgendwie nochmal eine Hosengröße ausgemacht. Allein die eine Packung. Mit den Negerküssen. Ich mach das nochmal. Wie nennt man die nochmal? Schokoküsse? Das, also. Ich weiß nicht. Ach, ehrlich. Man muss sich nicht über alles irgendwie Kopf zerbrechen. Also. Bestimmt nicht. Nur wegen der Befindlichkeiten einer Minderheit. Also, ich find das so anstrengend. Ne? Das macht manchmal irgendwie das Sprechen so. Oder beschwert irgendwie so den Regelfluss, weil man ständig irgendwie drüber nachdenken muss, sagt man jetzt was Falsches? Also meine Einstellung ist ja da halt ein bisschen andere, nämlich was Falsches sagt der, der was Falsches sagt, bewusst vor allen Dingen, der sagt was Falsches. Und ich muss mich nicht da irgendwie, aber leider mache ich es ja dann auch, ne? Da halt mit von einschränken lassen in meiner Ausdrucksweise und mich dafür irgendwas rechtfertigen. Das ist halt irgendwie so, finde ich, extrem nervig. Oh gut, wollen wir hier keine politische Diskussion Genau, aufsetzen. wollte ich gerade sagen, weil sonst regen wir Ja, uns nur auf. aber es ist klar, es fiel natürlich jetzt gerade ins Auge wegen dem Begriff. Ne? Das sind immer noch Mohrenköpfe, genau, Mohrenköpfe. So kenne ich es auch. Negerküsse nicht mal, das war schon danach, Mohrenköpfe. Mit. Gott, ey. Mohrenköpfe, richtig. Er hat aber geschrieben, Negerküsse. So, Mohrenköpfe. Mohrenköpfe bin ich fein. Gut, so, das war die Einleitung für den Short. Wir liegen 12 Punkte vorne, 13 Punkte vorne, Yippie-yay. Yippie-yay, Schweinebacke. So, also, dann kommen wir jetzt mal runter und geben uns wenigstens mal einen kleinen Stich nach unten um 9:30 Uhr, weil 9:45 Uhr haben wir wirklich gesagt. Ne? Also, das ist wirklich kein Quatsch mit dem zeitlich so ein bisschen eingeschränkt, aber passt ja. So, also man könnte jetzt hier, das ist natürlich immer das Plausibelste von allem, wenn der Markt nicht weiß, wohin er soll, geht er auf den Point of Control. So, da waren wir jetzt. Da gab es 12 Punkte, die konnte man oder kann man mitnehmen. Wahrscheinlich kommt er da eh gleich nochmal hin. Und das ist völlig legitim, weil das hier hat noch keine Aussagekraft. Was ich aber das natürlich jetzt hier sehe, und das gefällt mir natürlich erstmal gut, ist, dass da halt oben hier genau in der Extension gibt es da jetzt oben eins auf dem Deckel. Und auch hier über der Extension im H1, da unten genau das gleiche, in einem roten Framing im H1, das heißt, da unten laufen wir wohl hin. Ja, also das ist schon irgendwie jetzt, das hat gerade so ein bisschen mehr an Wahrscheinlichkeit gewonnen. Und deswegen ist es jetzt erstmal fein. So, Gold war ich ja gerade irgendwie vorhin. Also, das wäre so mein Ansatz hier im Gold, ne, da nochmal irgendwie aufzusetzen. Und ich habe den auch skaliert. Ich habe hier oben angefangen, dann hier nochmal einen rein. Die Skalierung schmeiße ich auf der Strecke raus und baue mir die da unten nochmal zusammen. Also bei der 2000 wäre ich auf jeden Fall nochmal dabei. Geht es dann nicht auf? Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Ne? Aber generell finde ich, passt das ganz gut. Was natürlich viel, 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 viel schöner passt mittlerweile oder andersrum genauso schön, das ist der Kandidat hier. Ne? Bitcoin ist natürlich der Knaller. Ich habe gestern irgendwie auch drauf geguckt und gesagt, ja, hier bin ich, hey, ne? So, das hier ist das Setup, das ich ja letztens auch gezeigt habe in meinem Stream auf YouTube. Ne? Von hier nach da. Das habe ich noch gar nicht, tatsächlich noch nicht angeguckt seither. Das ist jetzt hier gerade, sehe ich wieder zum ersten Mal seit langem, aber folgt der wunderbar der Bewegung. Das heißt, das wäre so mein Weihnachtstarget, habe ich auch gesagt. Ne? Das ist, wenn es schön läuft, dann laufen wir bis Weihnachten oben auf die 46.000, 47.000. Und dann gucken wir mal halt, ne, wie das Ganze aufgeht. Aber generell gibt dieses Setup schon irgendwie seit da unten.
Und ich habe Bitcoin gekauft, hatte ich aber auch alles rechtzeitig genannt, hier bei der 27, da in diesem kleinen Gebilde hier, da in diesem Pipi-Cluster. Da habe ich zugeschlagen und habe gedacht, okay, wenn das Ding jetzt irgendwie raufläuft, dann läuft es rauf. Und das ist natürlich eine extrem entspannte Position, aber dann eben auch als Swing. Aber ich hänge halt momentan so fett in der Programmierung drin. Ich komme halt irgendwie auch nicht zum Daytrading. Es ist dann auch irgendwie keine gute Idee und mache dann halt lieber so ein bisschen längere Geschichten. Also Bitcoin wäre nach wie vor mein Ansatz, um das jetzt hier nur auch kurz abzuschließen. Das würde eben rauflaufen auf die 46.000, 47.000. Und so wie das irgendwie gerade aussieht, kann das halt irgendwie schon, glaube ich, auch gelingen. Finde ich. Wir werden sehen am Ende, ne? Ich meine, weiß ja eh immer jeder alles besser, aber ich fand das da unten, ne? Da haben das so viele Leute haben die Bitcoin tot geredet und habe ich gedacht, nee, 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 nee. Ja, das muss ich dir mal genauer angucken. Bin aber dann nicht, leider nicht da unten rein, sondern halt eben erst 8000 Punkte höher, aber immer noch okay. Und wie man so schön sagt, Totgesagte leben länger, ne? Und das sieht man beim Bitcoin auch irgendwie gerade. Wenn keiner mehr drüber redet, wird es natürlich interessant. Wenn wir da oben stehen sollten, ne, bei der 47.000, 47.000, dann steht es wahrscheinlich auch wieder in der Bild-Zeitung. Dann gibt es ein Spike und dann war es das. Und dann kommen die allerletzten, dann werden die wieder gefressen. Also das wäre schon halt wieder denkbar. Ne? Aber für mich ist das halt auch, ja, ich wollte gerade sagen, ich habe den physisch gekauft. Man kann es nicht physisch kaufen, man kann es ja nur real kaufen. Und für mich bleibt das Ding halt liegen und dann gucken wir mal, wo das halt rausgeht. Sind die roten und grünen Balken auch über Stereo? Nee, das ist halt alles Live-Chart. Ne? Da sage ich gleich auch noch was dazu natürlich. So, dann gucken wir mal, was macht denn jetzt der DAX um 9:30 Uhr? Nicht viel, aber auch nicht viel falsch. Immerhin. So, das heißt, ne, also hier Kassa, Schluss von gestern, ist jetzt hier klar nochmal irgendwie nächste Anlaufstelle. Also hier, ne, das, da. Da muss der jetzt erstmal hin, weil sonst einfach auch nichts mehr da ist. Das klingt aber, das ist halt, wie will man so einen Markt aber auch einschätzen? Ne? Das ist halt echt so eine Sache. Also hier Point of Control sehen wir relativ deutlich. M2 jetzt zwar nur, aber von unten, ne? Oben der Spike, dann hat hier Point of Control von unten. Das, hier ist eigentlich nichts. Und von daher, also was jetzt halt irgendwie aus Kassa-Sicht daily relevant ist, sondern halt dann eher nochmal der Kassaschluss von gestern, der liegt halt nochmal einen Tacken tiefer oder hat eben die Future-Eröffnung, wenn es hier oben denn halt nicht weitergeht. Und momentan sieht es ja danach aus. Das heißt, ne, sobald jetzt irgendwie das Volumen ein bisschen größer wird, müsste der eigentlich halt zumindest mal halt hier hinlaufen, also auf die 404. Das wären immerhin nochmal 14 Punkte runter. Und dann würde ich auch irgendwie tatsächlich gerne irgendwie das Ding am liebsten loswerden, weil das ist, macht keinen Spaß. Gut. TK, was toller Einstieg. Am Morgen sind Dirki voraus. Was habt ihr gemacht? Wann habt ihr dann getradet? Um 6 Uhr letzte Nacht oder wie? TK, ja, im Januar, ne? Bitcoin wegen ETF. Ja, klar, ne? Aber weißt du, das Ding ist, es gibt ja im Nachhinein immer dann diese lustigen Erklärungen, warum es jetzt plötzlich steigt. Wenn ich mir mal angucke, ich habe das Bitcoin-Setup, wie alt ist es jetzt? Ein Jahr oder fast ein Jahr? Da war noch keine Rede davon, ne? Und da hat es trotzdem gepasst. Und wie immer, ne? Wie immer, das Bild gibt irgendwas her und dann kommt irgendwie plötzlich irgendwo was total fundamental Plausibles und dann heißt, ah, jetzt. Ne? Von daher, was? Der Dirk muss immer ein bisschen aufgeregter. Ich kann es nicht lesen, wie jetzt. Es verschwindet hinter einem Herz. Dein Kommentar, Andreas. Er muss aufgeregter. Was? Ich krieg den Satz hier nicht angezeigt. Der Dirk ist immer ein bisschen aufgeregt. Cola. Was? Cola? Gut, also, erstmal sind wir jetzt, kam. Kriege ich mal den Trade hier los? Okay. Also, das heißt, generell, ich glaube, den DAX habe ich ja beschrieben. Ne? Also, man sieht es ja auch hier eben, wo ich eigentlich damit hin will. Ich werde den aber jetzt hier in dieser, im Live-Trading nicht ausreizen. Das ist mir irgendwie zu anstrengend bei der Wohler. Ich meine, würde er jetzt mal Gas geben, aber da ist ja nichts von zu sehen. Ne? Der tritt hier einfach immer nur 3 Punkte rauf und runter. Ich bin da von daher jetzt erstmal
heilfroh, dass wir da jetzt nicht so eine Schmerzposition haben, die nicht vorwärts geht. Stell dir vor, man hätte hier eine Öffnung geschortet und hätte da nichts mehr gemacht. Dann würde man sich hier jetzt irgendwie die Beine in den Bauch stehen und Nägel kauen, irgendwie vor der Kamera hocken und dann sagen, oh, komm doch mal runter. Von daher ist das jetzt erstmal so weit okay. Bin short an der 16449. Ja, du Angeber, ja. Mensch. Nein, Spaß. Alles gut. Aber das war dann gestern, nicht heute. Oder bist du heute Nacht irgendwann aufgestanden und hast das Ding da oben geschortet? Das sieht ja, nee, Quatsch, das war gestern Abend, ne? 449, 10 Uhr. Mensch. Da warst du noch wach, Dirk. Da war ich sowas von wach. Da habe ich erst gerade das Hemd zum zweiten Mal gewechselt und habe die dritte Schicht angehabt. Das war vor 10 Minuten. Wenn das vor 10 Minuten war, dann will ich den Broker wechseln. Ich glaube, dann hast du ein anderes Problem. Vor 10 Minuten in der 449. Das klingt nach ja, Strohhütte in Timbuktu, Togo und irgendwie, wo die Kurse noch von Hand gewürfelt werden. Das würde ich, glaube ich, lassen. Nee, aber war ja auch dann vermutlich gestern. Nein, dem Andreas. Der Andreas, dem glaube ich das auch, ja. Also der Andreas, das ist immer so einer, kann ich nur sagen, ey Leute, ne, wenn ihr mal also einen sehen wollt, der wirklich handeln kann, dann klemmt euch an den Andreas. Der rührt viel zu wenig die eigene Werbetrommel und stellt sein Licht da viel zu sehr unter den Scheffel. Könnte eigentlich viel mehr auf den Kessel kloppen. Und weil die Performance, die der Andreas da immer abliefert, ist, also, ne, was heißt immer, sondern eben halt langfristig, mittelfristig. Und das ist halt schon schwer zu toppen. Und der macht vor allen Dingen ja auch keine Programmierung, sondern der macht das ja auch mit seinen Fit for Finanzen ja auch quasi nur und hat da nicht so Auszeiten wie ich jetzt gerade schon wieder, wo ich irgendwie gerade mal einmal in alle 2 Wochen dann irgendwie Live-Trading machen kann. Aber ich kriege das nicht gewuppt, ne? Das habe ich aber immer schon gesagt. Das ist immer mein Problem natürlich. Ich kann halt, es gibt dann immer Phasen, wo dann halt mal mehr Live-Trading ist und dann gibt es wieder welche weniger. Und das liegt nicht irgendwie an meiner Lust und Laune, sondern einfach, dass ich natürlich die Programmierung ja halt eben am Bein habe. Wobei das der falsche Ausdruck ist. Ich mache das ja gerne. Und natürlich dann auch gerne mal neue Sachen dann halt eben für den Stereo Trader mache. Oder Sachen dann halt eben auch mal verändere, verbessere und so weiter. Und das kostet einfach irre viel Zeit, ne? Klar. Und vor allen Dingen nicht nur Zeit, sondern halt eben auch volle Konzentration. Das ist halt ein echtes. Ja. So, also, da kam ja vorhin auch noch die Frage, was ist mit Live-Chart? Ja, ich weiß, ich wollte es eigentlich schon vor 2 Wochen, täglich. Und ich habe es immer nur vor, dass es heute rausgeht, ja. Dass heute die Version endlich online geht. Und aber es muss dann einfach alles passen, ne? Da darf halt nichts mehr irgendwie hängen oder so. Und dann haben wir nachher nämlich das Problem dann im Support. Und das will ich natürlich dann auch nicht. Auf der anderen Seite ist so eine Geschichte, die kann man auch nicht im großen Stil testen, weil sie halt nicht jeder hat. Aber ich würde wirklich, also guckt einfach drauf. Ich meine, ihr kriegt es ja dann eh angezeigt, spätestens mit ein paar Stunden dann halt Delay. Aber ich werde versuchen, das heute rauszuschießen. Die ganze Nummer. Und damit halt eben aber auch ein Update vom Stereo Trader. Gut, im Stereo Trader wird man halt nicht viel Veränderung sehen. Aber ohne das Update vom Stereo Trader gleichzeitig wird Live-Chart dann nicht funktionieren. Ne? Das nur schon mal irgendwie am Rande. Wann kommt der Stereo Trader für den Mac? Ja, schwierig. Gar nicht, ne? So. Gucke ich hier nochmal durch. Also, das machen die Geschenke, aber da gucke ich nachher trotzdem auch nochmal nach im Livestream auch nochmal drüber. Streamingdienst, ja, Fallschirmsprung. Ja, Fallschirmsprung. Ist der da der Tipp dafür? Weiß ich gar nicht. Gut, das wäre auf jeden Fall meine Überlegung, ja. Habe ich auch schon mal verschenkt. Ja. Ja, das klingt eigentlich recht spannend. Was? Axt werfen! Axt werfen! Das klingt krass. Was ist Axt werfen? Was macht man da? Zombies jagen? Axt werfen.
Das hast du noch nie gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Ich habe das mal in der Kneipe gesehen. Ja gut, die Kombination ist zwar schwierig, ne? Alkohol und Axt werfen, aber tatsächlich mal gesehen. Abgefahren, okay. So, also, ich will jetzt zumindest mein Versprechen halten, in Richtung Timing. Ne? Also jetzt nicht nur wegen dem Nelson und nicht nur wegen Versprechen, aber ich glaube, ne, man sieht ja selber, das macht ja jetzt nicht irgendwie Sinn, da halt die ganzen oder halt jeden einzelnen Punkt da halt auszuhalten bis aufs Letzte. Ich ziehe jetzt auch hier den Stop da halt mal hin. Also nochmal Point of Control, der sich gerade nach unten verlagert hat. Der ist wohl gesprungen. So, man hat jetzt hier irgendwie 8, 9 Punkte und könnte natürlich jetzt hier einfach draufdrücken und dann ist halt gut, ne? Also, aber bei der Bowler halt irgendwie handeln. Also am besten irgendwie das nächste Mal Position 10-mal so groß und dann halt irgendwie nach 10 Punkten raus und dann ist gut. Ernst gemeint. Wirklich ernst gemeint. Und weil kann man ja machen. Ich meine, wenn die Wohle halt irgendwie nicht hoch ist, nicht hoch genug ist, und dann kann man ja durchaus die Size ja anpassen. Was soll das? Ich meine, man braucht ja dann auch weniger Stop, hat weniger Risiko. Ah, das ist viel zu müßig. Gut, also das heißt, alles andere bleibt ja bei der Betrachtung. Also ich habe jetzt den hier nur liegen, ja, weil ich halt dann jetzt hier zumindest, wenn er jetzt nicht vorwärts kommt, den Trade mit einem kleinen Plus dann halt hier im Livestream beenden will. Auch wenn das natürlich nicht mein Hauptansatz jetzt ist, aber ist okay, ja. Immer noch besser, als jetzt irgendwie da oben mit minus 5 da halt irgendwie in die nächste Stunde reinzugehen und dass wir dann halt am Nachmittag mit plus 18 da halt irgendwie auflösen. Das finde ich halt irgendwie auch Quatsch, ne? So, wahrscheinlich ist es auch so, dass jetzt hier nur abgeholt wurde und jetzt geht er runter. Das kann auch sein, ne? Also ich sag mal, der Stop war jetzt halt hier nur für den Exit in diesem Live-Trading. Aber warum, weshalb, wieso? Ich glaube, das habe ich ja hier auch erklärt. Ich bin auch immer noch der Meinung, das wird funktionieren. Kann aber sein, dass man halt ultra viel Geduld braucht, ne? Von daher ist das schon okay. So. Thorsten, du musst an den Support schreiben, bitte, ne? Hier wegen deinem Installationsproblem. Da kann ich jetzt hier nur raten. In Brandenburg kann man auch Panzer fahren. Panzer fahren, ja gut, das ist in Köln, glaube ich, schwierig. Ja, genau. Portier mir das mal, Richie. Schreib mir gerne mal eine Mail. Also ich freue mich immer, irgendwie auch Kontakt mit anderen Programmierern zu haben. Gerne, gerne. Gut, so, ne? Was habe ich gesagt? Ich werde jetzt hier abgeholt und genau dann kommt es runter. Das ist okay. Ja. Das ist. Ich meine das wirklich ernst. Das ist jetzt völlig okay. Und ärgert mich jetzt auch nicht. Weil ich sage auch immer, ne, es geht nicht nur darum, halt hier im Webinar halt irgendwie zu punkten, sondern halt eben was zu liefern, was man handeln kann und eben auch so was an die Hand zu geben, was man danach auch überprüfen kann, ob das dann halt irgendwie machbar ist, handelbar war oder nicht. Und es geht ja nicht nur um mich hier bei dem Live-Training. Es geht ja nicht darum, mich hinzustellen und sagen, hier, guck, ich habe die fettesten Punkte rausgeholt. Nein, überhaupt nicht. Na, von daher, völlig in Ordnung. Jetzt war jetzt auch eh keine große Position, aber es ist halt echt, guck mal, genau dahin und zack, logisch, ne? Okay. Gut. Aber ich glaube, auch zu den Märkten habe ich jetzt auch soweit alles gesagt. Und das heißt, mein lieber Nelson, ich nehme dir jetzt damit hier allen Stress raus und komme dann halt hier nach exakt einer Stunde dann auch in Richtung Schluss. Wobei bei YouTube waren es ja nur 55 Minuten, weil die ersten 5 Minuten war ja keiner da. Da echt nochmal sorry, ne? Also das war, das ist dann doch irgendwie dem Schlafmangel geschuldet. Aber hier nochmal auch danke für den Input. Also zum Markt gab es ja nicht so viel, dafür umso mehr für die Geschenke. Ich guck das, Nelson macht nachher das Webinar mal nicht sofort zu. Ich will das mal irgendwie alles in Ruhe durchlesen. Da ist bestimmt was dabei. Also echt cool, ne? Danke. Ist ja auch legitim. Ich meine, wenn der Markt sich nicht bewegt, dann kann man die Zeit ja auch anders nutzen. Der DAX geht genau dahin, wo ich gerade gesagt habe. Das ist echt abgefahren. Ich hoffe, also wer den Trade mitgemacht hat, bitte, ne, ich hoffe, ihr seid noch drin. Und keine Empfehlung, ja, aber ich glaube, es ist nicht so falsch, da mal kurz die Füße still zu halten. Ne?
Guck mal, das ist abgefahren, ne? Also es geht gar nicht darum, dass wir um 10 Uhr, sondern immer nur dann, wenn ich sage, so, jetzt sind wir fertig für heute, jetzt knatscht der echt nach Das unten weg. passiert aber tatsächlich relativ Das oft. ist so geil, ne? Guck dir das an. Guck dir das an. Guck mal, auf den Tick, ne? Weil ich gesagt habe, ja gut, ich will jetzt hier nicht ausreizen im Webinar und dann zack, darunter. Und zwar genau dahin, wo ich vorhin noch gesagt habe, aber okay. Gut, also wie gesagt, ich hoffe, ihr hattet alle die gleiche Idee und seid noch drin und verdient gerade Geld. Und das könnte auch noch deutlich mehr werden, ne? Weil da unten die 16.350 für meine Begriffe völlig legitim, dass wir die gleich dann auch mal sehen, ne? Vor allen Dingen, wenn jetzt hier mal die Vola zunimmt und beziehungsweise wenn es Richtung 10 Uhr geht, kann das schon interessant werden. Von daher alles fein, bin ich da halt absolut auch zufrieden mit dem, wie das da halt der Markt sich jetzt zumindest dann entwickelt. Ne? Wie gesagt, passt ja. Okay, gut. Also ich bedanke mich dafür, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst gerne irgendwie ein Like da bei YouTube. Abonniert den Kanal, holt euch natürlich den Stereo Trader und vor allen Dingen einen vernünftigen Broker. Ich mache das ja hier auch mit FX Flat, deswegen, weil ich es ja auch immer sehr gerne uneingeschränkt empfehle, weil man ja eben auch so Sachen machen kann wie dieses Volume Mapping, was ich mache, wo dann halt das Volumen aus dem Future eben über CFD dann halt sichtbar ist. Aber es gibt noch ganz viele Gründe mehr. Und den Link dazu zu einem Konto bei FX Flat gibt es immer bei YouTube. Unten in der Beschreibung da einfach mal reingucken und da kann man sich dann halt direkt dahin leiten lassen. Und das letzte Wort, nichtsdestotrotz, und da war auch endlich mal nichtsdestotrotz, hat der liebe Nelson, der jetzt dann auch noch eine Stunde länger geschlafen hat, also zumindest auch mal auf einem Auge mit einem Ohr, während ich hier die ganze Zeit euch bespaßt habe. Und dem überlasse ich sehr gerne das letzte Wort. Ich sage an der Stelle Dankeschön. Freue mich aufs nächste Mal, aber seid so lieb und bleibt noch kurz da. Wenn der Nelson auch noch ein Adios in die Runde streut. Ja, wenn Delfine das können, kann ich das auch. Eine Hälfte des Gehirns schläft und die andere hört hier zu. Naja, also vielen Dank, lieber Dirk, für das Webinar. Nur ein Wort zu deinem Kommentar vorhin. Unser Webinar, was wir ja wirklich schon sehr lange zusammen machen, ist ja mittlerweile mehr als nur ein Live-Trading. Also hat sich ja auch hier wirklich auch eine nette Community gebildet, die immer wieder oder die Teilnehmer, die immer wieder dabei sind und auch wirklich nette Kommentare hier hinterlassen. Also vielen Dank auch dafür. Von daher, ja, die Märkte machen, was die Märkte machen. Und aber nichtsdestotrotz macht das ja, um das mal auch mal zu benutzen, dein Lieblingswort. Ich habe gerade kurz gezuckt innerlich. Bedanke ich mich bei dir für das Webinar. Nächste Woche haben wir ja nochmal einen Termin, glaube ich, wenn ich Diese das. Woche. Ah ja, diese Woche auch noch NFP, aber ich glaube, Live-Trading haben wir auch nochmal. Schaue ich nochmal und wir müssen nochmal über die Termine 24 reden. Aber da komme ich nochmal auf dich zu und bedanke mich bei allen, wünsche eine erfolgreiche Woche. Lasse das GoTo-Webinar hier noch ein bisschen laufen, damit Dirk dann auch wirklich alle Kommentare lesen kann und rauskopieren kann, die Ideen. Passt auf eure Positionen auf, bleibt gesund und bis Freitag. Ciao, ciao.